zieht euch rein, es ist Box Malone. Keiner von euch stoßt ihn vom Thron. Nicht ohne sein Team ist er der King. Er macht's niemals ohne mein. Hallo Leute, hier ist wieder Bugsy Malone mit einem neuen Video für euch. Leute, heute zeige ich euch einen brandneuen Solo Unlimited Money Glitch. Wir duplizieren uns selber unsere LG Retro Customs. Braucht keine Hilfe von einem Freund, ihr macht alles selber und könnt diese dann im Anschluss für umgerechnet 966.000 bringen meine verkaufen. Und ja, wie gesagt, ihr braucht gar nicht viel Voraussetzung dafür, braucht auf jeden Fall den Nachtclub. Ihr braucht nur mindestens eine Garage da drin. In meinem Fall habe ich jetzt die DB2. Ihr braucht das Auto in der Garage, was ihr verdoppeln wollt. Ihr braucht einen kostenlosen RH8 in dieser Garage. Ihr braucht einen Deluxo. Also diese Garage muss übrigens auch voll sein. Also alle Stellplätze müssten belegt sein, egal was für Autos da drin stehen. Aber zumindest das Auto, was ihr verdoppeln wollt, muss da drin sein. Und der LG RH8. Gut, dann braucht ihr noch einen Deluxo. Dieser Deluxo darf sich nicht in dieser Garage befinden. Und ihr braucht noch einen RH8 in irgendeiner anderen Garage. Deluxo habe ich gesagt. Dann braucht ihr auf jeden Fall, um das Auto abzuspeichern, entweder den MOC mit persönlichem Lagerstellplatz oder aber ihr braucht eine Firmengarage mit Werkstatt und einen freien Stellplatz in dieser Firmengarage. Das sind die Voraussetzungen dafür. Alles weitere zeige ich euch jetzt in diesem Video. Wie gesagt, es geht ganz, ganz schnell, also gar keine Schwierigkeiten bei diesem Glitch. So, wie gesagt, ihr braucht auf Stellplatz 1 braucht ihr das Auto, was ihr verdoppeln wollt. In meinem Fall den LG Retro Custom. Und auf Stellplatz 2 muss sich hier der RH8 befinden. Das ist das Einzige, was in dieser Garage sein muss. Die Garage muss voll sein. Und jetzt begeben wir uns in die Garage, wo sich der andere RH8 befindet. Ich mache jetzt hier einen Cut. Wenn ich an der Garage bin, sehen wir uns wieder. So, ich bin jetzt an der Garage angekommen. Ich renne jetzt hier rein. Und angekommen befindet sich jetzt hier der andere RH8. Da steht er schon in Pink. Da steigen wir jetzt praktisch ein und fahren ihn einfach nur vor die Tür raus. Mehr braucht ihr mit diesem Auto nicht zu machen. Einfach einsteigen, rausfahren. Und draußen angekommen, einfach stehen lassen. Jetzt gehen wir wieder an das Straßenfahrzeug, mit dem ich jetzt hergekommen bin. Ihr könnt auch ein anderes Straßenfahrzeug klauen, gar kein Problem. Jetzt müssen wir einfach nur ein paar Blöcke wegfahren oder auf jeden Fall ein großes, gutes Stück entfernt, dass wir den Mechaniker anrufen können. Den R8 lassen wir jetzt hier zurück. Ich fahre jetzt hier mal ein Stückchen weg und dann rufe ich mit dem Mechaniker gleich den Deluxo an, der sich gerade in einer anderen Garage befinden muss als das Auto, was ihr gleich verdoppeln wollt. Ich glaube, ich habe am Anfang vergessen zu sagen, ich mache diesen Glitch in einer Sitzung nur für Eingeladene. Ob bei einer Freundessitzung funktioniert, weiß ich nicht, aber in einer Sitzung nur für Eingeladene funktioniert er auf alle Fälle. So, ich rufe jetzt den Mechaniker und fordere mir meinen Deluxo an. Der steht im Lieferanteneingang, genau. So, warten kurz, bis er geliefert wird. Steht da schon, fahrt mich hier nicht um. Und jetzt begeben wir uns zum Flughafen. Ich zeige euch nochmal genau, wo ihr hin müsst. Ihr müsst an diese Stelle, die ich euch jetzt hier markiere, beziehungsweise auch mir markiere, damit ich den Wegpunkt selber auch sehr gut finde. Direkt oberhalb vom Flughafen, da ist ein Tor und da gehen wir gleich unter die Map. Gut, den Weg dorthin werde ich mal kurz überblenden und wir sehen uns wieder, wie ich da angekommen bin. So, am Flughafen angekommen, müsst ihr gleich ins Tor rein und jetzt zeige ich euch, wo ihr gleich hinfliegen müsst.
wo sich der Nachtclub unter der Map befindet. Das ist nämlich genau hier. Da setzen wir uns mal einen Wegpunkt. Jetzt fliegen wir unter das Tor, verglitschen wir uns und dann sind wir unter der Map und fliegen zu dem Wegpunkt, den ich euch jetzt gerade markiert habe. Okay. So sollte man es nicht machen. Gut, ein, zwei Mal Übung und dann klappt das auch auf jeden Fall. Machen wir nochmal einen neuen Anlauf. So. Hier drunter, einfach hier hoch. Und dann einfach mal kurz die Räder einfahren, wieder ausfahren. Und jetzt fliegen wir praktisch zu dem Wegpunkt hin, den ich euch markiert hatte. Passt oft, in der Nähe ist Wasser, das nicht ins Wasser reinfliegt. Wenn ihr ins Wasser reinfliegt und das Auto hier zerstört, müsst ihr nochmal komplett von vorne anfangen. Das ist mir vorhin auch einmal passiert, dass ich ins Wasser reingeflogen bin und der Glitch hat nicht mehr funktioniert. Also passt auf, dass ihr nicht ins Wasser fliegt, dass ihr dieses Auto jetzt hier nicht zerstört. An diesem Wegpunkt angekommen, müsst ihr einfach mal ein bisschen hoch und runter fliegen. Sobald ihr irgendwo aneckt, habt ihr es praktisch geschafft. Einfach hier in diesem Bereich rumfliegen, wie ich das jetzt hier mache. Ab und zu ein bisschen höher, ein bisschen tiefer fliegen. Und dann solltet ihr gegen eine Wand stoßen. So, habt ihr vorgefahren, dann braucht ihr nichts weiter zu machen. Jetzt bekommen wir gleich eine schwarze Meldung. Ich hoffe, ihr habt vorher mal aufs Kennzeichen gehabt. Ich hatte ja vorher B Melon auf meinem Auto draufstehen. Wenn wir jetzt wieder spawnen, seht ihr schon, Kennzeichen hat sich geändert. Ist jetzt ein Straßenkennzeichen. So, und jetzt ändert sich dieser Glitch zu den Deluxe-Kopieren. Normalerweise könnt ihr jetzt, wenn ihr den Deluxe kopieren wollt, in MOC reinfahren, habt einen kopierten Deluxe. Aber wir wollen ja Energy Retro Custom duplizieren, weil der mehr Geld bringt. Deswegen fahren wir jetzt mit dem Auto in die Garage rein, wo wir am Anfang gewesen sind, in die Garage B2. Und ersetzen dieses Auto jetzt mit dem RH8. So, RH8 auf Stellplatz 2, den tauschen wir jetzt aus. So. Wenn ihr jetzt runterkommt, seht ihr, der R8 steht immer noch da. Der Luxo ist jetzt nicht erschienen. Der R8 steht hier immer noch da. Alles richtig, so soll es sein. Und jetzt switchen wir den Stellplatz 1 mit Stellplatz 2 einmal aus. Und ihr seht, zack, Auto hat sich verdoppelt. Aber ihr seht auch in der Liste oben steht noch LNG R8 drin. Das heißt, wir müssen das erste Auto jetzt abspeichern. So schnell dupliziert man die Autos. Ihr seht immer noch, wie der Baxi 1 steht jetzt hier hinten drauf bei dem Austausch. Es steht immer noch das erste Stellplatz. Wenn ich jetzt rausfahre, ändert sich das Kennzeichen gleich wieder zurück. Baxi 1 und jetzt ist das Straßenkennzeichen, dieses 408 wieder drauf. So, jetzt habt ihr die Möglichkeit, entweder mobile Kommandozentrale anfordern und da das Auto abzuspeichern oder ihr fahrt in eure CEO-Garage. Wenn ihr CEO-Garage wählt, braucht ihr auf jeden Fall die Werkstatt und einen freien Stellplatz. Da bei mir beim CEO alles voll ist, speichere ich mir das Auto an der mobilen Kommandozentrale ab. Einfach nur einmal kurz reinfahren, wieder rausfahren und das war's dann auch schon. Schon ist die erste Kopie fertig. Hier muss kein Auto drin stehen. Wenn ihr Auto drin steht, ist gar kein Problem. Wenn die Meldung bekommt, MOC ist voll, ist gar kein Problem. Aber er kann wie auch in meinem Fall einfach leer sein. Hauptsache, es ist ein persönlicher Stellplatz drin. So, fahren wir gerade hier oben rum, nicht wieder diesen Umweg. Und wir fahren wieder in die Garage B2, wo er vorher drin gewesen ist. Und schon sind wir fertig mit dem Glitch. Mit am längsten dauert es halt zum Flughafen hin und zurück zu fliegen. Ansonsten geht das wirklich sehr, sehr schnell. Ich meine, es geht auch so sehr, sehr schnell. Ich denke mal 6-7 Minuten. Und dann seid ihr mit dem Glitch auch schon wieder fertig. Also von daher, wie gesagt, geht ganz schnell. Wenn ihr jetzt weitermachen wollt, müsstet ihr natürlich hier den zweiten Stellplatz wieder ersetzen mit einem RH8, müsst ihr Autos umparken
und dann könnt ihr praktisch von vorne anfangen. Also hier müsst wieder ein R2, ein R8 drin stehen und dann könnt ihr wieder von vorne anfangen und den nächsten Auto, das nächste Auto duplizieren. Wie gesagt, es geht sehr, sehr schnell. Den Glitch solltet ihr auf jeden Fall ausnutzen, solange er funktioniert. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir mal ein Däumchen nach oben da, abonniert den Kanal, teilt das Video mit euren Freunden und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal weiterempfehlen wollt. Wie gesagt, ein Unlock All ist demnächst am Start.